I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just let go of that body. Why you gotta keep flirting like you do? Hallo meine Lieben, heute habe ich einen XXXXL Fashion Haul für euch. Allerdings heute mal ganz gemütlich, denn ich werde euch die Sachen zeigen, die ihr unbedingt sehen wollt. Nachdem ich ein paar Schätzchen schon in meinen letzten Videos getragen habe und ihr mich gefragt habt, woher die denn sind, zeige ich sie euch heute sehr, sehr gerne in diesem Video. Wie gesagt, ganz gemütlich, heute mal ganz gechillt, ganz, ganz anders als sonst meine Fashion Hauls. Und zwar legen wir direkt los mit dem ersten Schätzchen von Shein. Ja, unglaublicherweise, dieses wunderschöne Kleidchen ist von Shein. Ganz viele haben mich danach gefragt, denn ich habe euch ein Video abgedreht, in dem ich 10 Tipps hatte zu langen und gesunden Haaren. Und da habe ich eben, wie gesagt, dieses Kleidchen hier getragen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann freue ich mich, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Im Anschluss vielleicht, wenn ihr Bock habt. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Und dieses Kleidchen hier ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also abgesehen von der Farbe, vom Schnitt, von der Verarbeitung her, wirklich unglaublich. 20 Euro kostet dieses Teilchen hier, es ist reduziert. Und ihr wisst ja, wie gerne ich Off-Shoulder-Oberteile trage. Das macht einfach, ja, nochmal so ein Stück weit was Besonderes von einem Oberteil. Gerade jetzt, wenn die Sonne rauskommt und man kann so ein bisschen Schulter zeigen, die dann vielleicht auch gebräunt ist. Im besten Fall, wenn die Sonne mal rauskommen würde. Ne? Heute hat es sogar geschneit. Aber gut, wir hoffen natürlich, dass sie noch rauskommt. Und ja, da finde ich eben, wie gesagt, solche wunderschönen Oberteile bzw. Kleidchen sehr, sehr schön. Und ja, das ist so das erste Schätzchen, das ich euch zeigen wollte. Dann machen wir weiter mit einem weiteren Schätzchen. Das habe ich ausgepackt und wusste schon, dass es mein Liebling wird, weil es so, so genial ist. Wirklich von der Verarbeitung her. Es sieht so edel aus. Also ich könnte das tatsächlich mit Zara gleichsetzen. Nur, dass das 20 Euro gekostet hat und von Zara meine Blusen teilweise 40 Euro kosten. Allerdings ist es so, dass ich sie ein bisschen zu groß bestellt habe. Aber das ist kein Problem, weil es ist ein Body. Also ich kann das dann reinstecken und ja, dann macht das Ganze natürlich noch mal ein bisschen enger. Schaut euch bitte schön mal dieses wunderschöne Detail hier an mit diesen tollen Knöpfen. Dann habt ihr hier noch mal so ein Band, könnt das Ganze hinten dann schön zubinden. Und dieser Kragen, schaut euch den mal bitte an. Oh mein Gott, ich bin total verliebt in diese Bluse. Die werde ich definitiv öfters noch tragen. Und dann habt ihr mich auch noch nach einem anderen Kleidchen gefragt. Nämlich diesem hier, das hatte ich in einem Vlog an. Da hat euch ja dieses Detail hier so, so gut gefallen. Und zwar der Ärmel, das ist mit so Stickereien. Also es ist auch transparent und dann habt ihr hier eben diese Stickereien. Hier unten noch diese Bommel dran und ansonsten ist es schlicht schwarz. Aber es ist auch von der Länge genau passend. Also ich bin ja sehr klein und bei mir ist es echt schwierig, Röcke, Kleider und lange Kleider zu finden. Und Hosen sowieso. Also ja, irgendwie ist es wirklich schwierig bei mir. Aber gut, ich mache das Beste draus. Und dieses Kleidchen hier ist auch wieder off-shoulder. Es sieht so, so edel aus. Wirklich, euch hat es so gut gefallen. Und auch dieses Kleidchen hier war, wie gesagt, überhaupt gar nicht teuer. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte unten in der Infobox, damit ihr nicht lange danach suchen müsst. Dann machen wir direkt weiter mit einer Bluse. Die habe ich jetzt auch schon angehabt in meinem Vlog. Und zwar ist sie auch wieder off-shoulder. So sieht das Ganze aus. Hier mit dieser Applikation. Allerdings ist es bei der Bluse so, dass sie doch sehr kurz ist. Hier hat sie nämlich auch nochmal so einen Schlitz und da muss ich einfach gucken, dass ich unten drunter noch was anziehe, weil sonst wird mir das tatsächlich ein bisschen zu kurz. Dann machen wir weiter mit einem richtig schönen Kleidchen hier. Das kann ich mir sehr, sehr gut für den Sommer vorstellen. Auch dieses hier hat, glaube ich, nur 10 Euro gekostet. Auch wieder off-shoulder. Ja, wie man unschwer erkennen kann. Ihr wisst Bescheid, ich liebe es. Es ist auch von der Länge her richtig schön dann für den Sommer. Also für den Strand zum Beispiel, wenn man ein Bikini unten drunter hat und dann eben ja, erst frühstücken gehen will und dann zum Strand gehen möchte, finde ich sowas hier wirklich richtig toll. Hier oben habt ihr dann nochmal so ein Detail, könnt euch das zusammenbinden oder könnt es eben so lassen, wie ihr möchtet. Und auch vom Stoff her und von der Verarbeitung kann ich wirklich überhaupt gar nicht motzen. Bei dem Kleidchen hier, das allerselbe, das habe ich jetzt noch nicht gewaschen, deswegen ist es noch leicht ja, verknittert. Und dann werde ich das natürlich bügeln nach dem Waschen, auch wieder hier off-shoulder.
Finde ich von der Qualität und vom Material hier ideal für den Sommer. Wirklich so, so schön. So richtig schön luftig und leicht, sodass ihr hier unten drunter zum Beispiel euren Bikini anziehen könnt und dann eben ab zum Strand, ne? Weil es auch von der Länge her wieder ideal ist, ja, für einen Strand, beziehungsweise dann eben, wenn man schnell was erledigen gehen möchte. Also ich würde jetzt mit dem Kleidchen hier nicht unbedingt auf dem Spielplatz rumtouren mit meinen Kindern, weil es doch ein bisschen sehr kurz ist, ne, wie ihr sehen könnt. Aber wenn man nichts Großartiges machen muss, ne, dann kann man damit auch mal in die Stadt gehen, zum Beispiel zum Einkaufen oder so, ne? Eine schöne Sandalette unten und dann ist man schön schick angezogen. Auch dieses Kleidchen hier war super günstig. Dann machen wir direkt weiter mit einem schönen Teilchen, das ich schon lange auf meiner Liste hatte und mir unbedingt mal bestellen wollte. Und zwar ist es diese Jeans-Jacke in Schwarz mit diesem Mund hier unten drauf. Richtig geil, oder? So Rolling Stone-mäßig. Okay, da müsste die Zunge raushängen, ne? Okay, lassen wir das. Jedenfalls ist sie mir ein Ticken zu groß. Leider. Aber ich werde sehen, dass ich sie irgendwie aufpimpen kann. Ich muss mal gucken. Vielleicht reiße ich mir auch irgendwo noch was rein, damit ja, das so ein bisschen ablenkt von der Größe. Ja, kann man ja machen. Dann diese wunderschöne Bluse hier fand ich auch sehr speziell und mal was anderes. Also so sieht das Ganze aus. Und hier habt ihr dann noch so einen Träger. Und ja, ich fand die irgendwie richtig schön. Hier vorne mit diesem Detail noch. Ist auch wieder schön luftig, schön leicht, auch der Stoff her, die Verarbeitung. Also auch hier kann ich wirklich wieder überhaupt nicht motzen. Dann machen wir weiter mit einer richtig schönen Bluse von Roamworm. Und zwar wisst ihr ja, wie sehr ich Blusen liebe. Wahrscheinlich ist euch das noch nicht entgangen. Oder vielleicht doch. Dann sage ich es gerne nochmal dazu. Und zwar liebe ich Blusen. So eine habe ich auch von Zara. Allerdings hat die 40 Euro gekostet und diese hier knapp 20, glaube ich. Jedenfalls ist sie richtig, richtig schön mit einem Blazer oder zum Beispiel eine zerrissene Jeans. Unten drunter habe ich auch gleich eine, zeige ich euch. Und das Ganze so ein bisschen ja, mit einer Boyfriend, mit einem Boyfriend-Blazer zum Beispiel und Chucks. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen. Oder natürlich elegant, ne? Gar keine Frage. Also ja, geht natürlich auch und finde ich richtig, richtig schön. Dann kommen wir direkt weiter zu der Jeans, von der ich gerade gesprochen habe. Aber ja, die ist gerade noch falsch rum. Moment, ich bin gleich wieder da. Und zwar sieht die so aus. Upsi! Die hat wirklich große Löcher. Und wegen der Größe, da müsst ihr halt immer schauen. Da werde ich ja auch wirklich ganz oft gefragt, wie das denn bei den Größen ist. Ich mache es halt einfach so, dass ich mir das Model anschaue, beziehungsweise unten drunter stehen natürlich die ganzen Maße. Dann nehme ich mir ein Metermaß und messe es bei mir nochmal ab und dann schaue ich einfach. Und ich bin tatsächlich, wie gesagt, nur ein einziges Mal bisher eingegangen. Das war ein Pulli, der war Gott sei Dank recht günstig. Der sah komplett anders aus als auf dem Bild. Und ja gut, dann ist das halt so, ne? Aber ich schaue mir die Sachen wirklich ganz genau an und ich kann schon abschätzen, wie die von der Qualität her sind, die Sachen. Und wie gesagt, also bisher, ich würde es euch ja auch sagen, wenn irgendwas wirklich richtig doof ist oder ihr würdet es dann gar nicht in dem Video sehen, dass ich das dann trage, warum auch, ne? So, also jetzt machen wir weiter hier mit dieser Jeanshose, von der ich gerade gesprochen habe. Die ist natürlich wirklich richtig heftig, allerdings ja, finde ich das trotzdem schön. Ich werde mir das hier noch so hochkrempeln und dann zum Beispiel mit Chucks anziehen oder auch mit einem High Heel kann man das auch wirklich ganz, ganz toll kombinieren. Ich hoffe, ihr könnt es euch jetzt so ungefähr vorstellen, wie ich das meine. Also ich mag sowas sehr, sehr gerne dann eben mit einer schönen Bluse kombiniert oder mit einem T-Shirt. So wie das, was ich heute anhabe. Da haben mich auch viele gefragt. Das hatte ich in meinem letzten Vlog an. Da waren wir im Kino. Und zwar hatte ich dieses T-Shirt an und so eine grüne Jacke oben drüber. Die zeige ich euch auch gleich. Und dieses T-Shirt hier kann ich euch auch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Das war auch super günstig. Ich meine, das hätte 9 Euro gekostet. Ja, 9 Euro oder 13,95 oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist es von der Qualität her richtig schön und ich mag es. Es ist halt sehr weit, ne? Die Hose hier, die ist auch neu, diese Jeanshose. Und ihr könnt schon sehen, die ist so ein bisschen zerrissen. Dann hat sie da noch so Punkte drauf.
Und zwar werde ich mir die ein bisschen abändern. Ich werde die hier aufschneiden und so ein bisschen kaputt reißen. Habt ihr bestimmt schon gesehen, dass es jetzt super modern ist, dass man eben die Hosen hier mit einem weiteren Schlitz trägt als hinten und das Ganze dann noch so ein bisschen ausfranst. Also ich finde, für den Preis kann man auf jeden Fall mal die Schere in die Hand nehmen und so ein bisschen austesten. Also da bin ich schon gespannt, was ich daraus zaubern werde. Dann habe ich jetzt hier noch diese Jacke, von der ich euch vorhin erzählt habe. Die hatte ich eben auch in meinem Blog an. Zusammen mit diesem T-Shirt hier ist eine ganz leichte Übergangsjacke, richtig schön weich. Der Stoff, das Grün gefällt mir auch richtig gut und hier an der Seite könnt ihr euch das Ganze nochmal hoch machen. Und da ist auch die Bella mit am Start, wie man hören kann. Die geht gerade raus, weil jemand kommt. Also hier, wie gesagt, der längere Ärmel und hier habt ihr dann eben hier nochmal diese Möglichkeit. Gefällt mir eben sehr, sehr gut. Dann bei Rombe habe ich dieses hier für meine Schwester bestellt. Ein Chiller-Pulli. Den hat sie gesehen und fand den ganz, ganz toll. Auch die Farbe ist richtig schön für zu Hause oder eben kurz, wenn man mal was einkaufen gehen muss. Und hoffentlich keinem begegnet, der irgendwie was von einem will, hat sie gesagt. Meine Schwester ist ja Single. So, und den fand sie auf jeden Fall richtig toll. Dann habe ich dieses wunderschöne Kleidchen hier noch. Und davon wollte ich euch auch noch berichten. Jetzt kommt der Lassie, ist aber nicht schlimm. Und zwar schaut euch bitte mal an, wie edel dieses Kleidchen hier ist. Da freue ich mich schon so sehr drauf, das zu tragen. Und zwar ist es ja eigentlich eher schlicht, aber durch dieses Detail hier macht es das Ganze nochmal rund. Also mir gefällt es sehr, sehr gut und es passt auch von der Länge, auch von der Qualität hier wieder. Ja, kann ich überhaupt nicht motzen. Dann ein weiteres Kleidchen, da freue ich mich auch schon drauf. Allerdings muss ich erstmal gucken, wie ich mir das anziehe. Und zwar ist es erstmal von der Farbe her richtig schön. So war ja auch mein Kleid zur Berlinale auf dem roten Teppich in diesem Fliederton. Gefällt mir halt wahnsinnig gut. Allerdings könnt ihr es schon erkennen, es hat einen großen Ausschnitt, ne? Ja, da muss ich dann mal gucken, wie ich das tragen werde. Allerdings ist hier, Moment, noch sowas dabei und dann werde ich mir das so außenrum binden und ich bin schon super gespannt, wie das aussehen wird. Ich wollte euch noch diese Körperkette hier zeigen. Die trägt man natürlich jetzt nicht auf so ein Kleid, eher auf ein Bikini zum Beispiel. Mir gefällt die richtig gut. Die ist so, so edel und ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, dann, wenn ich ein Bikini im Sommer anhabe. Und diese wunderschöne Kette, und die war auch überhaupt nicht teuer, die verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox. Und dann habe ich noch dieses wunderschöne Kleidchen hier, das ich euch auch unbedingt zeigen wollte. Das werdet ihr mit Sicherheit auch in meinen weiteren Videos sehen. Ich bin schwer verliebt und zwar kann ich mir das richtig gut mit einer Statement-Kette vorstellen, zum Beispiel mit so Federn dran oder verschiedenen Farben einfach. Und hier ist auch noch so ein Gürtel mit dabei, damit man dann diesen Übergang zum Beispiel nicht sieht, ne? Kann man sich das auch noch so anziehen und oh mein Gott, die Farbe ist einfach so genial. Das ist ein langes Kleid, das mir auch mal wieder passt. Also irgendwie habe ich voll den Glücksgriff gemacht diesmal. Und für meine Schwester gibt es dann noch diese zwei Blusen hier und diese Jacke. Kommen wir erstmal zu dieser Jacke hier. Schaut mal bitte, wie schön die ist. Mit diesen Applikationen hier, diese tollen Farben, die leuchten total. Und dieses Grün ist halt auch wirklich richtig schön. Und hier habt ihr dann nochmal so Details. Gefällt mir auch richtig gut. Also die Steffi war schwer verliebt, als das ankam. So eine gibt es ja auch von Zara, aber bei Zara ist die halt auch echt ultra teuer. Und die war wirklich, also die hat nur einen Bruchteil davon gekostet. Alle Preise habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber wie gesagt, ich verlinke euch ja alles unten in der Infobox. Und hier diese Tasche hat sich die Steffi noch gewünscht und zwar sieht die so aus. Finde ich auch richtig schön gemacht eigentlich, ne? Für das, dass die so günstig war, sieht die also toll aus. Die ist auch von der Verarbeitung her richtig toll, also die sieht überhaupt nicht billig aus. Kann man sich dann so umhängen und auch von der Farbe her finde ich es richtig schön, ne? Mit diesem Flieder und sehr edel und bin ich auch gespannt, wie die Steffi das kombinieren wird. Dann hat sie sich noch zwei Blusen ausgesucht, also zwei Hemden vielmehr, und zwar diese hier. Die Steffi steht voll auf sowas. Die ist jetzt zwar ein bisschen groß, also die ist oversized, aber auch das finde ich richtig genial. Da haben wir jetzt L genommen. Alles andere habe ich für mich in S genommen. Ich habe ja normalerweise Größe 34, das wisst ihr ja, aber manchmal, also bei diesen Shops muss ich dann immer gucken, dass ich auf 36 gehe oder halt mir dann das Metermaß zur Hand nehme. So, also wie gesagt, diese wunderschöne Bluse hier hat sich die Steffi ausgesucht und dann noch diese schöne Bluse hier. Allerdings finde ich diese Bluse hier vom Stoff nicht so schön wie diese hier. Also die ist viel weicher vom Stoff und hier ist, glaube ich, auch ein Teil Leinen noch mit dabei. Aber auch diese hier ist richtig schön gemacht, wenn die mal gewaschen ist und gebügelt, dann sieht es bestimmt auch nochmal ein bisschen anders
aus. Jetzt kommen wir noch ganz geschwind zur Bestellung von H&M. Und zwar habe ich da auch ein paar Schnapper gemacht. Moment. Und zwar auch ein paar Sachen reduziert. Da habe ich jetzt auch noch was. Und jetzt legt sich die Bella vor mich hin. Genau, Bella. Wunderbar. Ich wollte euch noch ganz kurz meinen Schmuck zeigen. Und zwar habe ich den auch in meinen letzten Videos die ganze Zeit getragen. Da kamen ganz viele Fragen von euch und ich bin so, so verliebt. Ich durfte mir nämlich was aussuchen bei meinem Punkt. Und ihr wisst, ich bin immer ehrlich mit euch, ich sage euch das ja dazu. Und diesen Ring hier, ich habe den so gefeiert, als der kam. Ich war so, so glücklich. Ich habe das auch bei ganz vielen Bloggern gesehen, gerade diese Ohrringe hier, und war schwer verliebt. Und dann habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Aber ihr müsst nicht traurig sein, ich habe auch noch was für euch, und zwar einen Rabattcode. Den schreibe ich euch mal unten in die Infobox. Ich schreibe euch da sowieso mal alle Rabattcodes, die ich so in letzter Zeit bekommen habe, mal unten rein, da könnt ihr reinschauen und da könnt ihr natürlich dann auch Geld sparen. Aber das ist mein absoluter Favorit. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Der ist so, so edel. Der ist in so einem Rose Gold und mit so Steinchen drauf. Richtig, richtig edel. Ja, wollte ich euch heute auch nochmal genauer vorstellen, weil mich, wie gesagt, ganz viele danach gefragt haben und auf Snapchat unglaublich viele Screenshots gemacht wurden. Unfassbar. Ja, so, dann kommen wir zu meiner H&M-Bestellung. Oh mein Gott, mir fällt hier gerade alles runter. Und zwar, Moment, legen wir mal hier hin. So, kommen wir zu H&M Home erstmal. Ich habe mir hier diese Kissenhülle nochmal bestellt. Ich habe da hinten ja schon eine, falls ihr sie sehen könnt. Und die waren reduziert, da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Es sieht so, so edel aus. Genauso wie diese hier, allerdings raschel, raschel, raschel. Moment. Ist diese hier in Gold und ein Ticken zu groß. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Und zwar habe ich mir zwei T-Shirts mitgenommen. Zum einen dieses hier. Das habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Irgendwie hatte ich jetzt noch keine Gelegenheit, das anzuziehen, aber ich finde das richtig cool. Zum Beispiel mit einer Lederjacke oder einem Boyfriend-Blazer. Richtig cool, mag ich sehr, sehr gerne. Auch dieses Grau-Anthrazit gefällt mir richtig gut. Und dann noch dieses T-Shirt hier, das habe ich jetzt frisch gewaschen und schon gebügelt. Das sieht so aus. Einfach ein schlichtes T-Shirt eigentlich, ne? Zwar mit dieser Schrift drauf, aber wenn ich da einen Blazer anhabe, kann ich das sogar zur Arbeit anziehen, beziehungsweise einfach, wenn ich mit den Kindern mittags unterwegs bin, und das gefällt mir richtig gut. Dann wollte ich euch noch was zeigen, was mir zugeschickt wurde. Und zwar diese Produkte hier. Ich habe mir übrigens auch noch was bei Calzedonia gekauft. Da kommen wir dann im Anschluss noch dazu. Und zwar liebe ich solche Taschen hier. Das habe ich zu Weihnachten bekommen von Fashion 5. Finde ich richtig toll. Habe ich auch echt immer dabei in meiner Handtasche, wenn ich dann mal bei DM bin oder so und irgendwas brauche. Dann packe ich mir das in diesen schönen Beutel. Stylischen Beutel, sagen wir es mal so. Und von einer anderen Firma durfte ich mir jetzt noch zwei aussuchen, beziehungsweise die haben mir zwei zugeschickt. Ihr wisst, ich sage euch das ja immer dazu. Und zwar sehen die so aus. Einmal in Gold und einmal in Schwarz. Das sieht so Lederoptik-mäßig aus, dieses hier. Und das finde ich so, so genial. Also ich freue mich schon drauf. Die werde ich auf jeden Fall auch noch in meine Handtasche packen. Meine Schwester hat sich auch schon einen ausgesucht. Aber ich teile natürlich wahnsinnig gerne. Und dann wurden mir noch drei Sonnenbrillen zur Verfügung gestellt. Die Firma nennt sich übrigens, ich traue mich es gar nicht auszusprechen, weil ich es wahrscheinlich falsch sage, Elb Trace. Ich hoffe, dass ich es richtig sage. Und jedenfalls wisst ihr ja, dass ich meine Ray-Ban habe. Ich habe ja so ein schmales Gesicht und wirklich Schwierigkeiten bei Sonnenbrillen. Deswegen ist es echt schwer. Aber der Max hat sich schon welche ausgesucht und meine Schwester auch. Aber ich kann es euch einfach mal nur zur Demonstration aufsetzen, wie es bei mir aussehen würde. Und zwar so, diese hier. Müsst ihr euch natürlich die Haare auch noch vorne, so nach vorne vorstellen. Dann sieht es ja auch nochmal anders aus. Und zwar diese hier. Oder diese hier. Die hat sich der Max ausgesucht. Die finde ich auch irgendwie richtig cool. Ja, finde ich richtig schön. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Beim Online-Shop verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Keine Sorge, auch hier verdiene ich kein Geld. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz die Sachen von Calzedonia. Und zwar war ich gestern in Frankfurt. Bei mir ist echt das Problem, dass ich nie Bikinis finde, also abgesehen von Kleidern, Hosen, Röcke, auch keine Bikinis. Und zwar war die Verkäuferin wirklich total freundlich und ich habe tatsächlich einen Bikini gefunden, unglaublich. Also falls ihr auch so Schwierigkeiten habt wie ich,
dann geht mal rein und lasst euch beraten. Jetzt ist es so, dass er sehr, sehr speziell gemacht ist und sehr interessant. Er hat nämlich hier nochmal dieses Detail, also zwei Bänder, zwei breite Bänder, die man sich dann nochmal umwickeln kann. Und der ist so, so schön. Auch unten das Unterteil, also das Höschen, ist sehr, sehr interessant gemacht. Und zwar hat es hier nochmal so... Ja, so ein Detail quasi, ne? Also ich mag es sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt verstehen, dass ich das nicht unbedingt in die Kamera halten möchte. Jedenfalls war ich dann noch bei Hunkemöller und habe ich mir einen BH gekauft. Und der ist auch sehr speziell gemacht. Ich zeige euch nur diesen Teil hier, diesen Ausschnitt. Und das zeige ich euch deshalb, weil mich super viele fragen, was ich denn unter meinen Oversize-Pullis trage, weil ich die ja super gerne trage und dann auch immer so ein bisschen Spitze zeige. Und das sind einfach die BHs, die so speziell sind. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch noch einen anderen. Das habe ich allerdings von Shein. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Die haben da auch immer so ganz spezielle Sachen. Auch Roamwear oder bei Amazon gibt es das auch. Ich suche euch da mal einiges raus und verlinke es euch unten in der Infobox. Auch bei H&M zum Beispiel schöne Spitzenteile, die ihr über die BHs zieht. Und dann hier mit so Bändern zum Beispiel. Und dann sieht man das so ein bisschen durch. Also mir gefällt das richtig gut. Und das wollte ich euch eben heute auch noch berichten in diesem Video, weil mich super viele danach fragen. Und das war es jetzt soweit, meine Lieben, von meinem XXXXL Fashion Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war eine kleine Inspiration für euch dabei. Ich würde mich jedenfalls total freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch wahnsinnig, wenn ihr bei meinen beiden letzten Videos nochmal vorbeischaut. Und ansonsten abonnieren ist kostenlos. Das wisst ihr, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!